Ach, au! Mann, Burt! Du läufst hinter mir und sagst mir nix? So ein Assi. Ein asoziales Arschloch. Aufpassen! Wieso? Kommt noch so ein Ding runter? Ah, hier müssen wir längs, Burt. Folge mir. Alter, sind wir hier im Rotlichtviertel? Aha. Komm mit, Burt. Bei Fuß. Nächstes mit Feuerspielen hier. Aua! Diese Gestalten werden stärker, so habe ich das Gefühl. Das ist nicht gut. Komm, Burt. Der Tag ist kurz. Wir müssen hier hoch. Das Tor schließen. Damit die Jungs sich nicht mehr in die Hose scheißen. Na, wer ist das denn? Achtung! Ja, komm. Nächstes mit deinem scheiß Magiezeugs. Kannst du gerne bei dir behalten. Und höher. Komm, Burt, mach einen Spurt. Wow. Aha. Hier kommt er hat mich noch nicht gesehen, doch jetzt. Schwache Kämpfer, diese Dedra. Ich hätte echt mehr erwartet. Oh, wir scheinen an der Decke angekommen zu sein. Aufpassen! Na. Ich überlasse ihn dir. Mal sehen, wie du das hinkriegst. Wow! Du hast es ja voll drauf, Alter. Was ist das? Das Schild sieht nice aus. Und das Schwert auch. 10 Schaden? Und ist es Zweihand oder kann ich das Schild dazu tragen? Es ist Zweihand. Schade. Aber das Schild. 5 und 9. Weg mit dem Eisenschild. Ja. Ich werde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ah, jetzt brauche ich nur noch ein Einhandschwert. Ja, Burt und ich haben die Scheißsiegelkammer erreicht. Sind wir stolz auf uns, Burt? Wir sind stolz auf uns. Pass auf, das ist ziemlich heiß. Fass da nicht rein. Oh, meine Lieblingstreppen. Burt, kämpfst du gerade mit jemandem? Burt? Ich werde nämlich jetzt mit... Oh, hier, schlag mal gegen das Schild. Hi, das ist so geil. Na, komm ran. Oh, niemand entgeht meiner Klinge. Zumindest niemand, der aus meiner Intention heraus sterben soll. Bis auf Manko Kamoran, der sich fiese verpisst hat. So, pass auf, Burt. Ich erkläre dir das jetzt mal, damit du und deine Leute das wissen. Wenn du hier stehst, musst du dir diesen Siegelstein holen, ja? Wenn du dir diesen Siegelstein geholt hast, dann droht hier alles zu zerbrechen, aber du kommst hier heil raus und das Tor wird geschlossen. Hast du es verstanden? Hier, pass auf, ich zeig's dir. Dann machst du es bitte nach und zeigst es deinen Leuten, kapiert? Keine Angst, das gehört dazu. Wir werden schon nicht sterben. Aber er wird sterben. Ach, Burt, du bist schon so eine Socke. Siehst du, wir haben es geschafft. Wow. Stehst du zu nah am Tor, oder was? Idiot. Achtung. Was ist das denn? Ich hatte dir mal kurz das Leben, Burt. Oh, hast du gut gemacht. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Nachdem ich nun weiß, was zu tun ist, sollten neue Tore in der Nähe von Bruma kein Problem mehr für mich und meine Männer sein. Das hört sich gut an. Ihr habt es geschafft, Hauptmann. Ihr habt das Oblivion-Tor geschlossen. Wir euch nie wiedersehen. Glaubt mir, das war alles andere als ein Spaziergang. Aber dank unseres Freundes hier weiß ich das jetzt, ich. Dass wir diese Höllentore schließen können. Wir können Bruma verteidigen. Oh ja, das könnt ihr. Morgen. Ja, moin. Ich glaube, ich sollte Joffrey Bericht erstatten, was für eine Heldentat ich gerade geleistet habe. Ja? Joffrey, mein Lieber, ich komme zurück nach Hause und ich habe ein schönes Schild mitgebracht, aber ich werde es dir nicht geben. Das ist meins. Meins. Und das kriegt auch Martin nicht, um irgendein Scheißportal zu öffnen. Das ist nämlich meins.
Vielleicht soll ich das Jenna zeigen. Vielleicht beeindruckt sie das. Hey, alles klar? Guten Abend, Herr. Oh, Jenna, du hast heute Wache? Oh, wie geht's dir? Was kann ich für euch tun, Herr? Eine Menge. Eine Menge kannst du für mich tun. Lasst euch Zeit. Oh, 100. Wir sehen uns später. Ich habe was ganz Wichtiges zu tun. Oh ja, bis später. Süße Maus. Bis ich sie verdorben habe. Habt ihr Hauptmann Burt und seinen Wachen schon dabei geholfen, das Oblivion-Tor zu schließen? Wäre ich sonst hier? Gute Arbeit. Hauptmann Burt und seine Wachen sollten nun in der Lage sein, neue Tore zu bewältigen. Zumindest bis auf Weiteres. Naja. Aber die Brumar-Wache kann die Stadt nicht auf unbestimmte Zeit verteidigen. Das stimmt. Die Daedra von Oblivion sind zahllos, die Wachen von Brumar nicht. Wir müssen so viele Verbündete um uns scharen, wie wir können, bevor Brumar hoffnungslos belagert ist. Okay. Wenn die mythische Morgenröte es schafft, hier ein großes Tor zu öffnen, braucht die Stadt eine kampfstärkere Garnison, damit überhaupt noch Hoffnung auf eine Verteidigung besteht. Brumar hat so große Mauern. Ihr solltet mit den Herrschern der anderen Städte von Cyrodiil reden und auch mit dem Ältestenrat. Bittet sie, Hilfe nach Brumar zu entsenden, bevor es zu spät ist. Ich soll Bodengänge machen? Das ist doch scheiße. Martin hat während eurer Abwesenheit Fortschritte beim Studium des Mysteriums Xarxes gemacht. Ja, das hoffe ich. Ihr solltet mit ihm darüber reden. Meinetwegen. Oh Mann. Ihr solltet so bald wie möglich mit den Herrschern von Cyrodiil. Ja, halt die Klappe, ich muss jetzt mit Martin reden. Ich habe einen weiteren Gegenstand enträtselt, der für das Ritual zum Öffnen des Portals zu Camorans Paradies benötigt wird. Was denn? Der zweite Gegenstand ist das Gegenstück zum ersten. Das Blut eines Göttlichen. Eines Göttlichen. Dieses Rätsel erschien mir zunächst völlig unlösbar zu sein. Ja, natürlich. Im Gegensatz zu den Daedra-Fürsten besitzen die Götter keine Artefakte und manifestieren sich nicht körperlich in unserer Welt. Leider nicht. Wie sollte man denn dann das Blut eines Gottes erlangen? Doch Joffrey hat das Rätsel gelöst. Was? Er? Es handelt sich um das Blut von Tiber Septim selbst, der zu einem der Göttlichen geworden ist. Und wer ist das? Dies ist ein Geheimnis, das nur von den Klingen gehütet und von einem Großmeister an den nächsten weitergegeben wird. Joffrey sollte es euch selbst sagen. Warum kannst du es mir nicht sagen? Ich hasse mit ihm zu reden. Rede er sammelt nur Scheiße. Mit Joffrey über die Rüstung er steht von neben mir. Septim. Ich werde meine Studien... Das brauchst du mir nicht sagen. Ja, mach weiter. Martin hat euch also aufgetragen, die Rüstung von Tiber Septim zurückzuholen? Die Rüstung. Ich wollte, es gäbe eine andere Möglichkeit. Ich dachte, Blut. Die Rüstung ist im Schrein des Tiber Septim, in den Katakomben unter den Ruinen von Sancretor, ein heiliger Ort, damals einmal. Damals einmal? Aber Sancretor hat sich schon vor langer Zeit dem Bösen zugewandt. Aha. Seit vielen Generationen ist niemand mehr lebend vom Schrein des Tiber Septim zurückgekehrt. Hm. Und was für ein Scheißunheil wartet da auf mich in Sancretor? Ich weiß es nicht. Die Katakomben von Sancretor wurden vom ersten Großmeister der Klingen versiegelt. Hm. Die vier mächtigsten Klingen zu Tiber Septims Zeiten, Alain, Valdemar, Riellos und Casnar, machten sich auf den Weg nach Sancretor und kehrten nicht zurück. Oh Mann. Hier, dies ist der Schlüssel zur äußeren Tür von Sancretor. Ich befürchte, ich sende euch in den Tod. Ja, aber danke. Wir haben keine andere Wahl. Ihr müsst es schaffen. Vielen Dank, Joffrey, dass du befürchtest, mich in den Tod zu senden. Das macht mir Mut. Ein treues Herz. Dann muss ich vorher aber nochmal mit Jenna reden. Herr. Hey, Jenna, also, ich habe jetzt voll die wichtige Mission. Was kann ich für euch tun, Herr? Und, naja, wie wär's, wenn ich damit fertig bin und lebend zurückkomme, weil alle haben Angst, dass ich sterbe, dass wir dann vielleicht mal was unternehmen? Wie wäre das in deinem Sinn? Ja? Ich denke schon. Ich werde dich einfach nochmal anreden, gehabt okay? Euch wohl. Ja, das werde ich. Ihr Lächeln. So. Blut der Göttlichen. Ab nach Sancretor. Oh, da ist das. Gut, dass der Weg dahin so kurz ist. Gut, dass ich da nicht viel stratzen muss. Ohne irgendein Pferd, ohne irgendwas. Zu Fuß. Wahrscheinlich wieder durch behinderte Scheißberge. Was ist das denn?
Guten Abend. Geht nur. Ja. Warum solltest du mich auch aufhalten? Ach, Gottchen. Warum manifestieren sich die Scheißgötter nicht einfach? Ich erschlage.